machen wir ein paar Bewegungen. Okay, möchte ich tun. Und nun? 2 um in die Claw-Einheit, ja. Wechsle auf Claw-Fernsteuerung. Drücken Sie 4 oder linke Maustaste, um die Claw-Einheit zu bewegen. Ach, dahin soll ich sie bewegen. Bestätigt, Claws unterwegs zum Wegpunkt. Versuchen jetzt so eine Art Command & Conquer zu machen hier. So, und die Claw-Einheit läuft jetzt über den drüber. Okay, gehen wir ein paar grundlegende Infanteriemanöver durch. Helmkamera verbunden. Okay, ich habe jetzt also ihn da und ihm sage ich, er soll dahin gehen. Infanterie rückt zur Markierung vor. Gut. Einheiten unterwegs, bereit. Okay, halten Sie 4, um alle Einheiten zu bewegen. Ah, cool. Gut gemacht. Machen wir noch ein paar Checks des Infanterie. Wie sehen wir den mit dem Cursor an? Ah, okay, so. Drücken Sie Tab, um die Kontrolle über den Soldaten zu übernehmen. Bestätigt, Signal ist krass. Okay, wir setzen eine Dummy-Drohne im Bereich ein. Ich meine, ist ja nicht schlecht. Hat was, auf jeden Fall. Aber ich glaube, so ähnlich habe ich das schon mal in einem anderen Spiel erlebt oder gesehen. Wo kommt denn die? Ach, da. Ziele auf feindliche AGD-Einheiten. Bereithalten für Zielübung. Überprüfen wir das Signal der Taktik. Also ich soll jetzt per Taktikübersicht... Gewählte Einheit auf Ziel warten. Vorrücken zum Angriff. Okay, also rüber und dann... Gegnerische AGDs zerstören. Okay. Alle Einheiten angreifen. Auch eine interessante Methode. Um 4 um allen Einheiten. Aha. Mit 4 habe ich also jetzt allen Einheiten gesagt, geht mal auf dieses Ding los. Eine feindliche AGD weniger. Nur noch ein Infanteriemanövertest zur Sicherheit. Mhm. Vorwärts zur Markierung. Okay, damit habe ich den jetzt. Sieht gut aus. Kurz 4 drücken, bewegt nur die aktuell markierte Einheit. Okay, aber ich habe doch, oh. Infanterie unter direkter Kontrolle. Ja, ist ja gut. Was? In einer Einheit wird die Markierung der restlichen Einheiten aufgehoben, sobald sie eine einzelne Einheit und eine. Okay. Was? Bewegt nur die aktuell markierte Einheit? Ja, ich habe ja keine Einheit markiert. Oder doch? Ach so, drücke 2, um eine einzelne Einheit auszuwählen. Claw-Kamera online. Claw-Einheiten rücken vor zum Wegpunkt. Also gut, ich denke, das hatten wir. Jetzt. Gut gemacht, Männer. Das nächste Mal. Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Alles klar. Gut, dass es sowas gibt, weil sonst hätte ich da überhaupt nichts verstanden, glaube ich. Ja, dann versuchen wir das jetzt mal in Action. Und so wie ich mich kenne, wird das sowieso alles wieder in die Hose gehen. Aber. Naja, versuchen wir es wenigstens mal, ne? So, verteidigen Sie die Fabrik, indem Sie die wichtigsten Außenkomponenten schützen. Und so weiter und so fort. Und ja, Verteidigungspunkt 1, Netztransformator, Verteidigungspunkt 2, Kühlturm. Und da haben wir noch den Kommunikationssatelliten. Gut. Ja, und wenn 2 oder 3 Punkte fallen, Fabrik verwundbar und dann müssen wir den Hauptcomputer schützen. Gut, dann machen wir das doch mal. So, und ich würde sagen, ich klicke jetzt mal nochmal hier linke Maustaste für überspringen und hoffe, er schmeißt mich jetzt nicht wieder auf den Desktop zurück. Und ja, mal schauen. Ne? Ja, es scheint wohl zu gehen. So, Basis Spectre. Commander Shepard is in action. Okay, also wir müssen jetzt... Feindliche Truppentransporter benötigen noch eine Minute. Alle Einheiten am Boden. Dann schauen wir mal. Die Satellitenkommunikation, der Transformator und der Kühlturm versorgen die Tore der Basis mit Strom. Wenn 2 davon ausfallen, er läuft schon dahin, oder was? Zum zentralen Hauptrechner. Drücke vor. Sehr gut. Wegpunkt. Wir müssen jetzt also ein bisschen taktisch denken. Da ist der andere Wegpunkt. Pass auf, dann... Infanterie rückt zur Markierung. Nee, warte mal. Nein, nicht Wegpunkt. Ich wollte den markieren hier.
Du sollst dahin gehen. An dieses Ding links, Wumms. Was, wo, Mann getroffen? Oder sind das mehrere Einheiten? Ach, die Gruppe 3 ist eine komplette Einheit. Aha, ich verstehe. Dann habe ich jetzt hier Gruppe 5. Helmkamera verbunden. Tja, dann schauen wir mal, ob wir das gebacken kriegen, ne? Geht ihr mal... Ich weiß ja nicht, von wo kommen die denn? Ach, okay, alles klar. Der Feind rückt vor, um die Satellitenantenne zu zerstören. Wir erleiden Verluste. Oh. Verbündete Verstärkung kommt zu Hilfe. Von wo kommen die denn? Infanterie unter direkter Kontrolle. Die Satellitenantenne steht unter Beschuss. Feuere auf feindliche AGD. Oh, 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 oh. Das Problem, was ich im Moment habe, ist irgendwie... Die Auswahl der Funktion, der Gruppen funktioniert irgendwie nicht so ganz. Was ich ein bisschen doof finde, wenn ich ehrlich bin. Weil ich hab doch... Nee. Bleib mal hier. Da sind nämlich jetzt welche gekommen. Bestätigt. Frische Truppen am Boden. Bestätigt. Verstärkung hinter uns abgesetzt. Verstärkung abgesetzt. Eagles am Boden. Bleib du mal ruhig hier, Claw. Greife feindliche Infanterie. Okay, er ist Verwundete. Fordern sofort da dran und schießt da drauf. Das ist gut. Okay, und unser Fünfer geht darüber. Das ist gar nicht so einfach, Leute. Wir erleiden Verluste. Fordern sofortige Rettung an. Satellitenantenne. Greift mal alle das Ding an. Der Feind greift den Kühlturm an. Wir erleiden Verluste. Chlorkamera online. Erwischt. Oh oh. Der Kühlturm wurde beschädigt. Verteidigung koordiniert. Oh. Der Feind zieht Entschuldigung. Auf den Netztransformator. Schuldigense. Okay, die feindliche wird die beschädigt, ist sehr gut. Er könnte ja jetzt hier mal versuchen, mit auf dieses Ding zu schießen, aber das irgendwie... hallo, Claw, beweg dich. Gut. Das war jetzt also der... Wo seid ihr denn überhaupt alle? Okay, da ist... Satellitenantenne nimmt Schaden. Rücke vor, um Infanterie zu neutralisieren. Kühlturm nimmt Schaden. Vorrücken und Angriff abwehren. Feindliche Infanterie nähert sich. Das Problem ist einfach, weil ich echt im Moment hab. Ich hab. Bestätigt. Frische Truppen am Boden. Achtung, Kühlturm wird angegriffen. Geschützkontrolle bestätigt. Oh, da. Kühlturm wird angegriffen. Oh, nee, doch nicht. Das ist einer von uns. Hubala. Der Kühlturm wird angegriffen. Vorrücken und verteidigen. Würde ich gerne. Wie komme ich denn da hoch? Der Feind greift den Kühlturm an. Kühlturm wird angegriffen. Vorrücken zum Sichern. Ich versuch's. Ich gehe jetzt mal da hoch und knall den mal ab irgendwie. Erledigt. Der Kühlturm wurde beschädigt. Was eine Sauerei. Auf schießt das Ding denn überhaupt? Also ich muss zugeben, das ist echt nicht einfach. Ich bin hier voll in Panik, so ein bisschen. Wir haben den Kühlturm verloren. Ziele auf feindliche AGD-Einheiten. Wir erleiden Verluste. Das Problem ist mit dem Auswählen der Einheiten. Das funktioniert irgendwie noch nicht so richtig. Jedes Mal, wenn ich die Einheiten anklicke, dass ich die auswähle... Da, siehst, seht ihr? Habt ihr gesehen? Der Feind greift den Netztransformator an. Gegnerische AGD. Ich hab versucht, den zu markieren. Geschütz wurde zerstört. Beschuss auf die Infanterie konzentrieren. Feuer auf feindliche AGD. Okay, er geht jetzt da hoch. Der Feind drückt vor, um die Satellitenantenne zu zerstören. Helmkamera verbunden. Und wir müssen jetzt hier irgendwie mal versuchen, diese den ganzen... Alter, schieß doch nicht auf meinen Satellitendingen. Mann. Kann man die eigentlich auch reparieren? Irgendwie nicht so. Feindlichen Angriff auf den Netztransformator. Hubala. Der Netztransformator nimmt Schaden.
Passus bestätigt. Satellit unter direkter Kontrolle. Also, boah. Satellitenantenne steht unter Beschuss. Ein Teammitglied blutet stark. Krass. Ein Treffer. Echt nicht einfach. Nein. V. V. Der läuft erstmal gemütlich an mir vorbei. Greife feindliche Quads an. Wo haben wir denn? Da oben. Die Satellitenantenne an. Die Satellitenantenne nimmt Schaden. Ziel auf Quad-Drohnen. Problem ist, ich habe überhaupt gar keine Einheiten mehr irgendwie. Der Netztransformator wurde beschädigt. Feindliche Truppen greifen die Satellitenantenne an. Bestätigt. Frische Truppen am Boden. Erledigt. Boom. Feindliche Quad-Drohne ausgeschaltet. Das ist echt nicht so wirklich einfach. Nein, den verlieren wir nicht. Ich bin jetzt gleich da. Aua. Verbündete Verstärkung kommt zur Hilfe. Satellitenantenne steht unter Beschuss. Der Netztransformator wurde zerstört. Die Schildtüren sind zerstört. Gegner rücken nach innen vor. Bam. Die Schildtürverteidigung ist offline. Rein zum Verteidigen. Verdammt. Nein. Mann, was ein. Verstärkung abgesetzt. Eagles am Boden. Gut, Leute, kommt alle hier hin. Alle hier hin. Alle, die irgendwie da sind noch. Oh. Infanterie unter direkter Kontrolle. Ziele auf feindliche Infanterie. Erwischt. Boah. Ich muss echt zugeben, das ist wirklich nicht einfach, wenn man das noch nie gemacht hat, groß. Ich hätte vielleicht mehr trainieren sollen. Oh, ich glaube fast, das habe ich irgendwie Granate. Habe ich irgendwie versaut. Behaupte ich mal. Irgendwie hat der mich auch gerade erwischt. Was ist denn er hier? Ach so, der ist von mir. Ups. Oh, da oben. Ja, ja, ich hab's halt schon verstanden. Nein, nachladen ist nicht gut. Kommt alle hier hin, Freunde. Wir müssen verteidigen. Wo sind die denn? Oh. Verrecke, blöder Roboter. Okay, das war der Roboter. Nein! Zu spät. Der Nein! Die Basis ist beschädigt. Mission gescheitert. Alle verbleibenden Einheiten zurück. Ja, man verliert aber auch voll den Überblick irgendwie. Also mir geht's zumindest so. Hm, das ist natürlich doof, ne? Der Tora wieder beim Failen. So. Ja, natürlich will ich die Mission, oder? Wenn Sie diese Mission erneut versuchen, kostet dies eine weitere Einheit. Wenn Sie sich dagegen entscheiden, kehren Sie zum Besprechungsraum zurück. Das ist doch... Was? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Was ist denn? Story fortsetzen? Missionen erneut versuchen? Ach komm, fortsetzen. Arschling. Mal gucken. Haben wir das lustige Gerät jetzt verloren, also? Hm. Hm. Failbomb-Tora ist wieder voll in Action und ist total... total überfordert, voll die Reizüberflutung. Ich muss zugeben, ich bin echt jetzt voll überfordert gewesen. Wir reden später über dieses Fiasko, Mason. Ja, ist ja gut. Halt die Klappe. So, also, das haben wir jetzt gerade hier versucht und das war natürlich ein Tritten in den Allerwertesten quasi. Zum Fortfahren, linke Maustaste drücken. So, benutzen Sie die Pfeiltasten, um die verfügbaren Story- und Eingreiftruppe-Missionen durchzuschalten. Okay, eine neue Eingreiftruppe-Mission ist verfügbar. Die Mission Schiffbruch ist nur noch für 4 weitere Kampagnenlevel verfügbar. Gut, also glaube ich, denke ich. Okay, also das sind jetzt hier alles diese lustigen Eingriffs-Dingens. Was ist denn jetzt mit klassisch einfach mal hier... Das hier ist eine klassische Mission, ne? Ja, weil so eine möchte ich gerne spielen. Aber ich bin zu doof für die hier. Irgendwie.
Machen wir das doch einfach mal. So, wir wollen jetzt gerne die Ausrüstung anpassen. Primärwaffe, Galil. Galil. Die sieht gar nicht mal so schlecht von den... Nee, doch, die FAL ist von den Werten immer noch am besten, finde ich. Für mich persönlich zumindest, weil die fast alles voll hat. Dann nehmen wir die auch. Und jetzt haben wir hier auch coole neue... Was? Cryptek Typhoon. Wo habe ich denn jetzt hier dieses... Irgendwie optisch ändert sich da nicht wirklich was, ne? Habe ich das ausgewählt? Und, naja. So, Primäraufsatz. Wir wollten gerne, beziehungsweise ich wollte gerne schnelle Magazinwerfer, Granatwerfer. Nein, das haben wir alles noch nicht. Schalldämpfer. Hier das Rotpunktvisier. Das finde ich ja besonders cool. Das hätte ich ja gerne. Sekundärwaffe ist eine Sniperwaffe. Ein Sniper. Eine Sniper. Das ist ein Dragunov und... Och, Druppi schießen. Lassen wir die Barrett. Die Barrett ist gut. Und da nehmen wir... Weiß ja geil, ja. Nehmen wir Sahara. So, variabler Zoom ist gar nicht mal so verkehrt. Lassen wir so. Granaten und Zugangskit. Ich mag das Zugangskit. So, also versuchen wir uns jetzt in einer normalen Mission wieder. Weil diese Taktikmission, da bin ich irgendwie zu doof für. Da muss ich nochmal üben. Vielleicht ein bisschen offscreen. So, Zeit und Schicksal. Nicaragua 1986 und Ziel sichern Sie Raul Menendez. Gut, okay, dann machen wir das einfach mal und ich würde sagen, bis gleich. Levelstart. Was hat so lange gedauert? Der Boss ist also wieder da. Hol dir diesen Penner Menendez. Er macht deinen Dad für alles verantwortlich. Und obendrein Woods. Jetzt ist er hinter dir her. Junge. Ich denke, Menendez ist am Ende. Ich sehe immer diese Blitze. Die Nacht, als mein Vater starb. Ich war noch ein Kind. Warum jetzt? Ach, scheiße. Hab dich nicht hart genug geschlagen. Okay, von Woods haben wir alle Teile. Setzen wir sie zusammen. Menendez war in Nicaragua. Die Info kam von Kravchenko. Er wurde uns vom Narbengesicht persönlich auf dem Silbertablett serviert. Manuel Noriega. Einer von vielen Vorteilen, Präsident von Panama zu sein, ist, dass man die Armee als Privatpolizei hat. Also, die CIA in ihrer unglaublichen Weisheit unterschreibt einen Deal und das Weiße Haus schreibt einen Scheck über 1 Million und jeder macht seinen Freudentanz. Und ab geht's in den Dschungel. Das in Nicaragua war ein Unfall. Wir zielen nicht auf Zivilisten. Ja, diesen Spruch habe ich schon öfter gehört und trotzdem ballern sie immer wieder in zivile Städte rein und so. Die Infos wurden bestätigt. Es ist Raul Menendez. Ich wusste, er würde hier sein. Sind die Männer bereit? Sobald ich den Befehl gebe. Dann los. Gut. Wanze. Teudeln mir nicht rum, Jungs. Räuchern wir ihn aus. Das ist nicht die Mission, Woods. Er bleibt am Leben. Mhm. Okay. Tja, ne? Niño precioso. Más que el niño, risueño niño, Dios del amor. Duerme tranquilo, duerme entre tanto, eleva el canto. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir que no me molestes? Oh. ¡Qué carajo! A mi hermana, te lo juro que te mato. ¡Josefina! ¡Este es un monstruo! ¡Animal!
Oh, du blöde Sau. Zack, zack, zack. Meine Güte. Diese brachialen Überfälle jetzt hier.